Grünes Licht für den Friedensnobelpreis gab es vor kurzem für die Bürger und Funktionäre der Europäischen Union. Auf dass der Frieden und die Grundrechte innerhalb der EU auch weiterhin gewahrt bleiben, bemüht sich die vor 5 Jahren gegründete Europäische Agentur für Grundrechte in Wien. In Krisenzeiten sind natürlich Menschenrechte besonders wichtig, weil immer mehr Menschen von Armut betroffen sind. Also wir dürfen nicht vergessen, dass am Anfang der Krise 15% der Jugendlichen arbeitslos waren. Jetzt sind wir schon im Durchschnitt auf 23%. Und in Spanien und in Griechenland haben wir über 50% der Jugend, die einfach keine Arbeit haben. Wir haben 16%, das sind 18 Millionen Menschen, 16% der EU-Bevölkerung, die an der Armuts- und unter der Armutsgrenze leben. Die Agentur beschäftigt neben dem ehemaligen EURAG-Mitarbeiter Gabriel Dockenburg weitere 100 Wissenschaftler aus den verschiedensten Mitgliedstaaten, die sich tagtäglich mit der Menschenrechtslage in der EU auseinandersetzen. Die Agentur bietet Expertisen in Fragen des Opferschutzes, des Asylrechts, des Schutzes von Kindern und von Minderheiten. Wo aber steht Europa tatsächlich? Na, ich denke schon, dass Europa eine menschenrechtliche Sonderzone ist, in dem Sinn, dass es zwar hier nicht paradiesische Verhältnisse gibt, aber dass man sich in Europa dazu durchgerungen hat, den Minderheitenschutz ganz stark zu verrechtlichen. Es gibt also eine Reihe von Rechtsinstrumenten, wie man gegen Menschenrechtsverletzungen vorgehen kann in Europa. Studien, Umfragen und Rechtsgutachten werden von Dockenburg und den anderen Experten erstellt und an die zuständigen Institutionen weitergeleitet. Nicht immer sind die Ergebnisse positiv. Dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union keine Heiligen sind, das sieht man bereits daran, dass wir zum Beispiel in unserem letzten Jahresbericht aufgezeigt haben, dass 2011 508 Urteile ergangen sind des Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg gegen die 27 Mitgliedstaaten, wo eben festgestellt wurde, dass Menschenrechte verletzt wurden. Für den jüngsten Bericht zur Situation der Roma-Bevölkerungen in der EU hat die Agentur rund 15.000 Roma interviewt und, um die Ergebnisse vergleichen zu können, auch rund 7.300 Angehörige der Mehrheitsbevölkerungen, die in räumlicher Nähe zu den Roma wohnten. Fakten, die helfen, Politik realitätsnahe zu gestalten. Dockenburg selbst kümmert sich vor allem um den wissenschaftlichen Beirat, die interne Qualitätskontrolle und den Jahresbericht. Momentan haben wir verschiedene Umfragen im Laufen. Also zum Beispiel fragen wir an die 40.000 Frauen, das sind 1.500 Frauen pro Mitgliedstaat, wie sie psychologische, körperliche, sexuelle Gewalt erlebt haben, als Erwachsene, aber auch als Kind. Und das wird natürlich eine sehr spannende Umfrage, weil das unmittelbar vergleichbare Daten in allen 27 Mitgliedstaaten plus Kroatien liefern wird. Gabriel Dockenburg und seine Kollegen der Agentur der Grundrechte werden die Missachtungen der Menschenrechte in den Mitgliedstaaten auch weiterhin im Auge behalten. Zum Wohle Europas.